Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Die Alternative für Deutschland war zu keinem Zeitpunkt ihres noch recht jungen Bestehens eine wirkliche Alternative für Deutschland. Die Alternative für Deutschland, besser bekannt unter ihrem Namenskürzel AfD, ist, und so wie ich das sehe, eine Partei von gestern und vorgestern. Und haargenau dieses Klientel der deutschen Wählerschaft haben und vertreten sie auch. Diese Partei und deren Mitglieder vertreten Ansichten und Werte, die in keinster Weise zu und mit einem aufgeklärten und modernen Europäer kompatibel sind. Diese Leute wollen im Grundsatz ein anderes Deutschland. Ja, sie wollen sogar ein anderes Europa, und dem Rest der Welt wollen sie ihre abenteuerlichen, abstrusen und auch zum Teil abartigen Vorstellungen ebenfalls aufzwingen. Diese Leute haben ein Weltbild wie vor gut 200 Jahren und so leben und handeln sie auch. Ihre Vorstellungswelt ist von einem übersteigerten Jungfrauenwahn und einem absolut überholten Männlichkeitswahn geprägt und gezeichnet. Frauen haben bei diesen Typen überhaupt nichts zu sagen. Und wenn ja, dann gehören sie in die Küche oder in das Wochenbett. Und ansonsten sollen sie immer hübsch die Klappe halten und ihr Mann dem Herrn der Schöpfung rund um die Uhr zu Willen sein. Der Mann ist nach deren Ansichten das Oberhaupt der Familie. Er ist der Mittelpunkt sozusagen des Weltgeschehens. Und alle anderen Familienmitglieder haben sich seinen Ansichten und seinem Willen zu unterwerfen. Geschieht es nicht, dann gibt es Prügel oder vielleicht sogar noch Schlimmeres. Diese Leute träumen von einem Deutschland in den Grenzen von 1937. Und wer partout nicht in ihr verqueres Weltbild passt, der hat gefälligst das Land zu verlassen. Natürlich unter Zurücklassung seines Eigentums und seines Vermögens, was wir alles schon mal so hatten. Natürlich leugnen die Alternativen dies ab. Aber hinter den Kulissen wird ja schon seit Wochen und Monaten über sogenannte Rückführungsprogramme diskutiert und gesprochen. Und sie hassen alles, was nicht in ihr Weltbild passt. Nicht umsonst sind sie die klammheimlichen Wohltäter und Unterstützer der Hamas. Sie hassen den Staat Israel wie die Pest. Und wenn sie etwas bedauern, dann nur das, dass es heutzutage noch Menschen jüdischen Glaubens gibt. Und natürlich sind sie große Demokraten. Aber nur so lange, bis sie irgendwann in Deutschland an der politischen Macht sind. Und auch das hatten wir schon mal. Diese Leute wollen heraus aus der europäischen Gemeinschaft. Sie wollen die Wiedereinführung der deutschen Mark. Sie wollen eine enge Zusammenarbeit, möglichst sogar einen Zusammenschluss mit dem Kriegsverbrecher Wladimir Putin. Ach ja, und dieser Herr Putin ist natürlich in alternativen Augen kein Kriegsverbrecher. Ein großer Teil der alternativen Anhänger und Wähler betätigt sich in diesen Tagen als Troll und als Auftragsschreiber für den Moskauer Kreml. Was die Damen und Herren Alternativen natürlich nicht wissen, ist die Tatsache, dass sie für den Wladimir Putin und seine FSB-Gangster nur nützliches Stimmvieh, nur nützliche Idioten sind, die nach Beendigung des Ukraine-Krieges auf den Müllhaufen der Geschichte entsorgt werden. Die werden zu nichts gebraucht. Was willst du mit den Typen auch anfangen? Die Alternativen hassen alles, was nicht in ihr verqueres und ihr total verblödetes Weltbild passt. Dazu gehören Lesben und Schwule, dazu gehören Transfrauen wie auch Transmänner. Und es ist schon eine Ironie des Schicksals. Bis zu einem gewissen Punkt hassen sie sich nämlich selbst. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Sie sind die Außenseiter, sie sind die Parias unserer Gesellschaft. Kein auch nur halbwegs vernünftiger Mensch möchte nämlich mit ihnen und ihren Ansichten etwas zu tun haben. Die Alternativen sind letztlich gesehen nämlich die Verlierer, genau wie Wladimir Putin, aber leider haben beide das noch nicht ganz so richtig gemerkt. In 2 Jahren bei den nächsten Wahlen zum neuen Deutschen Bundestag ist der alternative Spuk ohnehin vermutlich vorbei. Denn die ganzen Protest- und Leihstimmen, die werden wieder in ihre angestammte Heimat zurückkehren. Das ist doch vollkommen klar. Wladimir Putin wird diesen Krieg in der Ukraine nicht gewinnen. Und mit seinem Niedergang ist es auch mit dem Höhenflug der Alternativen vorbei. Denn die Menschen in Deutschland möchten mit Kriegsverbrechern, Mördern, Totschlägern und Vergewaltigern nichts mehr zu tun haben. Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras. Das Gras so Stück, gewachsen, frisst ein Schaf und sagt, das war's. Na denn, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.